am Wort Wolfgang Zanger, FPÖ. Es war ja die erste Breitbandmilliarde, die es gegeben hat, schon ein bisschen undurchsichtig und hat in Wahrheit keiner von den Gemeinden gewusst, was er damit machen soll und wie er zu einem Breitband kommt. Also das ist, ja, jetzt hat es immer nur groß reden. Ja, und mal der Hörler, du bist mir ja der Richtige. Ja, das freut mich ja. Weißt du, was bringst du noch Ischgl mit Breitband ein, dann taten die Frierer vor Corona wissen. Herr Kollege, nein, es ist ein wichtiges Thema, zweifellos. Das erkennt der Rechnungshof, erkennt ja auch durchaus gewisse Bemühungsschritte an, aber es darf halt nicht nur bei Bemühungen, bei Überschriften bleiben. Es gehört dort auch einmal gehandelt. Also für mich stellt sich ja noch eine andere Frage und ich möchte ein bisschen das Ganze jetzt verquicken mit einem Familienausschuss, den wir ziemlich zeitgleich hier noch mit Kopf haben, wo es ja auch darum gegangen ist, um diese ganzen Fake News, die in der Corona-Zeit als Fake News von der Regierung identifiziert wurden. Und die Frau Minister Aschbacher hat da schon sehr tief blicken lassen, meines Erachtens. Denn als sie das angesprochen hat, dass diese Sachen gefiltert werden, dann habe ich sie einmal gefragt, wie genau das funktioniert. Und dann sagt sie, das schaut dann im Prinzip so aus, diese Jugendplattformen, die es da gibt. Die schaut man sich an und dann setzt man irgendwelche kleinen Programme ein, sodass diese Jugendplattformen zuerst die Infos der Regierung finden. Das finde ich kritisch. Da kommt schon wieder das Dollfuss-Gen vor der ÖVP zutage. Da wird... Ja, sicher, okay, kommt's bitte. Der ist sicher, ja, natürlich. Ihr wollt, dass die ganz gezielt nur die Infos von der Regierung wissen und von euch an Basti Kurz. Das ist das Ziel von euch. Und das kann's ja nicht sein, bitte. Wo sind wir da? Das geht ja komplett gegen demokratische Grundrechte und gegen Meinungsfreiheit. Da kannst du dich aufquageln, Kollege Sieber, wie du willst. Das ist die Wahrheit. Und das ist die Kehrseite der Medaille bei der Digitalisierung. Und da würde ich schon der Meinung sein, dass wir da alle aufpassen müssen, was da passiert in diesem Land. Weil wenn nur mir diktiert, was Österreich glauben darf, dann wird es kritisch. Danke. Wolfgang Zanger war das FPÖ-Rechnungshofsprecher.